Hallo und willkommen zu diesem Video. Diesmal wieder Mailbag, wir packen wieder ein paar Sachen aus. Diesmal sind es, glaube ich, sogar 7 Pakete oder Einschreiben, wie auch immer man das nennen soll. Hier wieder irgendwelche elektronischen Komponente beim ersten. Das sind so richtig winzige Dinger. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was da drin sein soll, weil da auch keine Tracking-Nummer drauf steht. Und ich weiß aber jetzt, ich habe es gesehen, jetzt weiß ich, was es ist. Es ist ein wunderschöner kleiner Boost-Converter mit USB. Ich meine mich erinnern zu können, dass das dann ein Teil, ich glaube, 12 Volt zu USB oder andersrum kann. Irgendwie sowas in der Art. Ein kleiner Mikrocontroller, also ein kleiner Boost-Converter. Naja, noch was drin. Ne, ist leer. Okay, na gut, nichts Besonderes. Ein kleiner Mikrocontroller ist ganz cool, brauche ich für ein Projekt, aber naja. Hier auch wieder irgendwelche anderen Komponente. Sehen, was hier Witziges drin ist. Also langsam, wie man sieht, wird es ein bisschen viel. Und da haben wir sie auch schon. Die sind sehr, sehr cool. Und zwar sind das, das hier aber diesmal wirklich in der Tüte. Dann Fokus hin. Ich hoffe, es ja, kriegt da hin. Das sind kleine Ladegeräte, also Ladechips für Lithium-Ionen-Akkus. Die ganzen haben auch, also die haben auch einen Chip drin, der quasi gegen Unterspannung und Überspannung und sowas schützt. Das heißt, man kann die damit per 1 Ampere laden, per USB, Micro-USB, und dann hat man die Batterien halt aufgeladen und man kann sie damit auch entladen, ohne dass die irgendeinen Schaden nehmen können, weil halt da ein Chip drin ist, der das alles kontrolliert. Und dann, wenn die Batterie quasi abklemmt, damit die halt keinen Schaden nehmen kann. So, das nächste ist ultraleicht, obwohl es ein bisschen größer ist. Da steht jetzt nur Modul drauf. Sehen 10 US-Dollar. Glaube ich zwar auch nicht, dass es so teuer war. Aber naja, sehen wir gleich. Das eine eben war auf jeden Fall viel, viel günstiger, was da drauf stand. Oder stand 3 Dollar drauf oder so? Oder stand drauf 4 US-Dollar, das war weniger. Glaube ich zumindest. Ja, schauen wir mal rein, was hier drin ist. Das ist wieder sehr gut verpackt. Sieht man es. Packen in der Verpackung. Sehr gut. Freue ich mich immer, wenn die es zumindest ordentlich verpacken. Eben die Sachen waren ja nicht so toll verpackt. Was haben wir denn hier drin? Und, oh, ja, das ist sehr, sehr geil. Da habe ich drauf gewartet. Und zwar sind das sogar eingeschweißt in Antistatikfolie. Genial. Das, ich hoffe, man sieht's. Das sind ganz kleine Mini-Displays. Das sind LCD. Nee, stimmt nicht. Das sind OLED-Displays. Das heißt, die haben leuchtende Pixel. Das sind 128 x 64 Pixel. Ich meine, die müssen weiß sein. Das sind OLED-Displays, arbeiten mit I2C. Das heißt, man hat nur 4 Pins, um die zu betreiben. Und die sind echt gut verpackt, muss ich sagen. Genial. Also, die sind echt super und auch extrem günstig. So, wo machen wir weiter? Machen wir mal hier weiter. Das haben wir so ein Ding, was total leicht ist. 0,5 Kilo, glaube ich eher nicht. Steht irgendeine Nummer drauf. Hier. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Hinten steht noch was drauf. US-Dollar 10. Ah ja, da sieht man es. Ich habe es eben mal abgepult. Decoration. Hier Dekoration. Ich wusste noch nicht, dass ich so viel Dekoration bestellt habe. Naja, schauen wir mal rein. Arme Schere. Und es wird auch wieder gut verpackt, was auch immer da drin ist. Wir haben wieder eine Verpackung in der Verpackung. Schön. Das eklige Klebeband, was klebt wie sonst was. Auf, gucken wir mal rein, was da sich drin befindet. Erstmal die ganze Rolle ausrollen. Ist überhaupt was drin? Ach, da kommt was. Was ist das denn? Ach nee, der ist das. Ja, das ist genial. Das ist echt witzig. Auch für ein Projekt, was ich vorhabe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gesehen habt. Ah, sieht man schlecht. Scheiße. Es reflektiert. Moment, ich hole das mal da raus. Ich kann so viel verraten. Das Ganze ist winzig klein. Und jeder hat es von euch im PC. Das kann man es besser sehen bestimmt. Und zwar ist das ein winzig kleiner
Lüfter. Der hat 2,5 cm Durchmesser oder so. Also richtig winzig, aber einfach genial für das, was ich vorhabe. Der war auch ultra günstig. Ich glaube, nicht mal einen Euro hat der gekostet oder so. Auf jeden Fall witziges kleines Ding. Ich meine, er hat sogar 12 Volt. Ja, der läuft mit 12 Volt. Sogar. Völlig richtig das scharf gestellt jetzt. Hier. Da, 12 Volt. Dieses kleine Ding verträgt 12 Volt. Das ist echt cool. Naja, weiter geht's. Wir haben diesmal echt viel. Ich gedacht, wie gesagt, ich habe euch auch gar nicht erzählt. Manche Sachen kommen halt immer bei mir im Briefkasten, andere muss ich dann wieder bei der Post abholen. Heute war so ein Tag, es kamen 4 Sachen in der Post und dann habe ich nochmal 4 Sachen abgeholt. Oder nee, 3 in der Post und 4 habe ich abgeholt. Oder andersrum, egal, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hier, das habe ich auch schon erwartet, das sind für Arduino Boards, so Jumper-Kabel. Deswegen habe ich jetzt sehr schlecht auf der Kamera. Hol sie einfach mal raus. Hier. Kabel halt zu Steckern dran. Ist ganz gut, ist auch echt günstig. Ich glaube 69 Cent für 20 Stück. Also auch wieder wirklich wenig, wenig Geld. Naja, es summiert sich da dann immer ein bisschen. So, 2 bleiben noch übrig. 2 größere, diesmal noch schwerere. Was steht denn hier drauf? Ich glaube, bei den anderen, was steht da drauf? Andere elektronische Sachen, nee, da stand gar nichts drauf. Bei den Kabeln steht einfach nichts drauf, was da drin ist. Hier haben wir auch wieder das Problem. Hier steht auch nichts drauf. Steht drauf, dass es 0,3 Kilogramm schwer sein soll und es haut auch hin vielleicht. Und 9 US-Dollar gekostet, aber es steht nicht, was es ist. Naja, werden wir sehen, was es ist. Ist auch gut, dass es überhaupt durch den Zoll kommt, wenn da nicht steht, was es ist, wenn nichts drauf steht. Oh, ja, das ist cool. Das ist auch wieder was, deswegen ist es so schwer. Und zwar, es sieht sehr unscheinbar aus. Kabel, die aus einem weißen Klumpen kommen. Es ist aber, es sind Peltier-Elemente. Peltier, keine Ahnung. Das sind winzige Module, die Hitze zu Kälte umwandeln und andersherum und auch Hitze und Kälte zu Strom umwandeln können. Das sind witzige kleine Teile. Ich packe jetzt mal nicht hier aus, da bin ich morgen früh noch dran. Aber dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben, weil damit kann man wirklich Minustemperatur erzeugen und sogar PCs kühlen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob ich das vorhabe, damit vielleicht mal irgendeinen alten PC. Aber naja, hier schauen wir mal weiter. Da steht, ich habe es frei gemacht, LED-Konnektor drauf. Mal sehen, was da jetzt drin ist. Langsam müsste es mit den LED-Konnektoren überhaupt irgendwelche Verbindungsstücke zu Ende sein. Zumindest größtenteils, wo ich mich noch daran erinnern kann. Und okay, ich weiß, was es ist. Das sind, und zwar man irgendwelche Projekte hat, irgendwelche Sachen mit Batterie, keine Ahnung, was auch immer. Man braucht immer irgendwelche Steckverbindungen, damit man auch immer irgendwie wieder die Batterie loskriegt und nicht anlöten muss. Dafür habe ich mir wieder für Unmengen von, keine Ahnung, 2 Euro oder 3 so kleine Konnektoren geholt. Natürlich beide Seiten, also männliche und weibliche Seiten. Ja, sieht dann sehr schlecht gerade. Ja, sind halt so Kabelenden. Da sind halt dann Stecker dran. Also einmal Buchsen, einmal Stecker. Sind 2 Pin. Dann müssten dann noch welche unterwegs sein mit 4 Pins. Also eben einfach, um in Sachen was steckbar zu machen. Und das ist natürlich so ein Ratzel. Das sind von jedem 20 Stück, also 20 Paare. Ich glaube, da muss ich nie wieder sowas holen. Jedenfalls, das war's. Die Peltier-Elemente sind richtig gut, die Displays sind auch cool und auch der Lüfter, wie gesagt. Da ist er, der kleine Mini-Lüfter hier. Finde ich aber Wahnsinn. Finde ich faszinierend, dass so ein Ding überhaupt funktioniert. So ein winziger Mini-Lüfter. Weiß nicht, ob es die noch kleiner gibt. Aber es ist schon cool. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wird noch ein paar geben. Ich hatte 2-3 Mailbags, werden noch kommen in Kürze. Ist noch, glaube ich, ein bisschen was unterwegs aus China. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.